Abtrocknende Strecke, wo bist du? Komm her! Aber erst einmal, hallo allerseits und willkommen zurück bei Grand Prix 4. Wollen wir Button auf dem letzten Platz wegbringen? Und wir fahren, jawohl, Wäre schon verlockend. Da. Na, ist zu nass. Bei die Wahrscheinlichkeit. Jetzt sind auf jeden Fall Regenreifen angesagt. Wir gucken uns das an. Klar, müssen wir auch. Wie wirkt das? Ich fahr's mal. Ich denke mal, es wird zu viel regnen. Will ja aber auch nicht zu viel herumgammeln mit ständig was versuchen und versuchen, neu starten, versuchen. Gut, es war jetzt der erste Versuch und wir haben jetzt nichts neu gestartet, aber hey. Regen dann macht Spaß. Und vielleicht haben wir Glück und es passiert, dass die Strecke einfach abtrocknet. Auch wenn es erstmal gar nicht so wirkt. Man kann sich aber täuschen. Da ist schon Risiko. Ich dachte, wir schaffen das noch mit Rollen von Jordan Jaguar zu bleiben. Hab auch gedacht, dass die da vorne mehr verzögern. So in Runde 1. Oh. Ah, jetzt ist der in. Hi. So bei Nässe Vollgas wird wohl nicht drin sein, ne? Frag mich gerade, ob das hier oben. Oh, von ist was, steht was quer? Ist das hier die Warsteiner Kurve, die jetzt rechts oder war das schon die links? Die Schikane heißt ja NGK-Schikane. Weil ich wieder an Kurvennamen denke, die gefallen mir immer besser als hier Kurvenbezeichnung. Es war keine gelbe Flagge, insofern kann man das da machen. Finde ich jetzt nicht verwerflich. Oh, gelbe Flagge. Das wurde nicht auf dem Lenkrad angezeigt. Kann ich nichts für. Wie sich da staut. Von wo aus sind wir in die Kurve reingegangen? Von Platz 15 aus, okay. Bums, Physikeller schiebt den sauber an. Der ist so schick, der Benetton. Schick gebaut. Die Farbe gefällt mir auch. Dann sind wir Elfter. Okay. Wofür steht eigentlich NGK? Das wüsste ich jetzt nicht. Vielleicht weiß ich es ja doch. Niemand geht kacken. Ah! Was macht denn der McLaren da? Kackt ab. Angucken. Hacken. Ah, Teamkollegen Stupser. Oh, die beiden Ferrari auch Stups. Boah, was macht der denn da? Das ist eine Sprungschanze. Sprungschanze. Bei 30 Sachen nicht mal. Deswegen haben wir uns da auch über. Nicht überschlagen, aber auf die Seite gedreht. Duell um Kampf 1. Kampf um Platz 1. Barrichello vorne jetzt gleich nicht mehr. Okay. Kurve 1 ist ja die Yokohama-Kurve. Weiß aber nicht, ob die schon immer so heißt. So kenne ich sie auf jeden Fall. Hat der Kameramann da oben was von dem Spray abbekommen, wenn die Autos unter ihm da lang rasen? Was denn hier gelb, ich will was sehen. Hä, was ist hier gelb? Da war doch nichts. Alles cool. Hä? Wir sind immer noch Zehnter. Ach, vor uns, Heidfeld. Okay. Er hatte so viel Abstand nach hinten, er hat gleich wieder gedreht. Ein Jordan und ein Sauber. Geht's wohl zu und im Regen nicht verschätzt. Heidfelds Schuld.
Oder? Wir gucken gleich nochmal von der Onboard. Ja, Trudy fährt leicht nach rechts, aber er wechselt nicht stark die Linie. Hedgett war auch schon etwas sehr spät sehr nah dran. Auch wenn Trudy gerade gefahren wäre, wäre er neben ihn gekommen zu überholen. Ach. Ich will weiterfahren. Ja, weil ich nicht gesehen habe, was los war. Ausgeschert. War Sicht schlecht. Aber dann hat er nichts wahrgenommen. Nach vorne wieder. Wilder Wechsel. Nicht ins Kies, das ist so fies. Ins Kies, ja. Direkt links ist Kiesbett. Da ein Stück zu weit raus, dann verlierst du richtig Zeit, aber so soll es ja auch sein. Fahrfehler? Ja, sollte Zeit kosten. Gefühlt wird das Wetter besser. Der Himmel wurde freundlicher, hier sieht es wieder schlimm aus. Aber es kommt immer noch sehr viel Regen runter. Ich schätze mal, dass wir hier kein abtrocknendes Streckchen sehen werden. Soll der Jordan angreifen? Jetzt schon, okay. Jetzt greift aber nicht mal eine Lade zu früh eingesetzt. 28.0, merken wir uns mal. Das könnte die beiden drehen, mal gucken. 39.7. Schaffen das ohne Berührung. Ah, jetzt der BR war in einer schlechten Position. Na! Oh, Schuft. Diesmal habe ich nicht so stark gezuckt wie schon mal anders. Hab ich überhaupt gezuckt? Ich weiß es gerade nicht. Also gezuckt nicht, aber ich habe halt gemerkt, ha, der schert aus, da habe ich halt auch etwas kontinuierlich ausgeschert. Ja, das war jetzt kein Zug meinerseits. Einfach ein darauf reagieren, dass er uns näher kam. Bevor es kracht. Der Abstand zum hinter uns einfach nicht angezeigt wird. Ja, weil wir bekommen auch nur Trolley angezeigt. Und was bekommen wir vom Trolley angezeigt? Den Abstand vom BRR zum eben Trolley von Startziel. Das ist nicht unser Abstand von uns eben zu Trolley, als wir über die Linie gefahren sind. Nein, das ist der Abstand zwischen dem BRR und dem Jordan. Vorne wird gekämpft. Der BRR ist schon weit weg. Was ist da von der Heidfeld? Der hat sich schnell wieder gerichtet. Geflogen, umgeflogen. Vier Autos vor uns, coole Sache. Beide BMW Williams, oder? Ne, Jordan. Oh, fünf Kampfhinten, yes. Fünf Kampf, ja, beide Jordan, beide Williams. Ja. Cool. Jetzt sind wir gleich zu sechst. Was geht denn da? Ein Williams wird durchgereicht. Hedfeld, Trolley und dann ein BMW. Ups, so weit raus. Stark Gas rausgenommen, bevor wir abfliegen.
Ein Angriff wird das nicht, wir sind zu weit weg. Jetzt kommt der BRR wieder ran. Ist nicht weit weg, wir sind schon auf der 9. Ich habe das Gefühl, die beste Chance zu überholen haben wir nach Kurve 2, nämlich hier. Ah, das war zu viel Randstein. Nehmen wir einfach noch massiv Zeit. Hui. Der Jordan könnte jetzt angreifen. Wir auch. Ah, Mist, ich muss lupfen. Jetzt habe ich ihn angeschoben. Jordan greift nicht an. Der Regen wird nicht schwächer, das wird keine Abtropfen bestritten. Der Abstand zum Jordan sieht groß. Aha, Elektronikprobleme oder Flügelschaden? Das interessiert mich jetzt schon. Elektronikprobleme. Aufnahme läuft noch. Hier oben sieht es freundlich aus bei Michael Schumacher. Gleich nach links geblickt, graue Wolken. Oh, der Gang war kacke. Hab ich zu spät bemerkt. Hab zu sehr in die Wolken geguckt. Oh, schaut mal, der Panis ist auch vorbeigekommen. Er ist schon direkt hinter uns. Pablo Montoya. Kein Jordan mehr vor der Nase. Also schon noch, aber nicht direkt. Zu schnell rein. Jetzt werde ich aber leicht unkonzentriert. Hinten hat sich was gedreht, oder? Der Sauber ist wieder hinter uns. Es klang so, als würde sich jemand wegdrehen. Vielleicht mal gucken, was mit Panis passiert. Ja. Haha. Er wurde angestupst. Der Sauber kommt auch quer, aber kann sich fangen. Fies. Hedfeld schickt an. Das ist gefährlich über die Wiese, ha? Huh? Haben wir schon gemerkt? Hat Häkkinen schon gemerkt? Oh! De La Rosa, weil in der NGK-Schikane eine Kollision stattfand, oder was? Mit der Pausetaste, mit der Wiederholungsgeschichte hat das Spiel das nicht so sehr. Ich habe gerade noch gesagt, das war nicht mehr in der Aufnahme, das weiß ich. Mir gefällt der Benetton einfach. Habe ich das schon gesagt? Das war also Nummer 4. Es steht 4:1 für Spiel in der Pause, in der Wiederholung. Verträgt sich mit DX Story nicht so ganz zu. Spiel Schmidt ab.
4:1. Aber lieber so rum als andersrum. Hier hinten war es letzte Runde noch freundlicher. Das ist hier komplett zugezogen. Okay. Jetzt nicht zu sehr in den Himmel gucken. Penis in der Box. Warum das denn jetzt? Boah, ich... Diese Neugier. Frontflügelschaden. Gott. Oh, dieser... Die Schanze hier. Oh, da ist wirklich ein dickes Ding. Maulwurfshügel. Bumm. Bitter. Okay, also da auf keinen Fall drüber fahren. Ich meine, wir haben es ja schon kennengelernt. Mit dem Arras. Wir standen da auf der Seite. Aber das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte eher beim... Umsetzen bekommt er noch ein anderes Auto ab. Böse Stelle, Achtung. Ob wir jetzt noch die Punkte schaffen, das Rennen geht noch viele Runden, noch nicht mal Halbzeit. Aber dafür müssen wir uns jetzt auch ranhalten. Das Wetter ist auf jeden Fall schlechter geworden. In den letzten Runden. Vorne könnt ihr wieder was kollidieren. Vielleicht sind sie zu dritt, dann geht's auf jeden Fall schief. Oh, zu schnell. Das ist eine interessante Gruppe, Fünfergruppe. Da vorne drei, wir und hinter uns der Sauber. Mist, 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 Mist. Wow. Mit dem Antippen der Bremse mehrmals schnell hintereinander antippen, hat das noch funktioniert. Das war zu spät gebremst. Sollte ich jetzt aber jede Runde so machen, weil das war offenbar effektiv. Spät gebremst, dennoch die Kurve gut bekommen. 30,5. Ich habe selbst schon immer zu dieser Bremsweise früher gesagt. Das ist praktisch ABS. Das ist Bremse, kurz antippeln. Ich muss wissen. Von Flügelschaden bei Schikane? Ja! Beide BR hat's da schon erwischt. Au! Oh. Und das Teil nimmt der McLaren mit, aber hat keinen Schaden, sonst wäre er reingefahren. Also nicht ins Teil, sondern in die Box. Lebensgefährlich. Zu wenig Geschwindigkeit bei der Teilemitnahme. Häkkinen auf der 14. Beiden Sauber sind auch gar nicht so weit auseinander. Beim Vorspulen wirkt die Gischt noch etwas feiner. Da wird der Schweif noch mehr in die Länge gezogen, habe ich das Gefühl. Boah, wie stark das mittlerweile regnet. Klar, wir fahren gerade im Windschatten, damit wirkt das auch noch schlimmer, aber das sah zwischenzeitlich viel freundlicher aus. Hier konnten wir schon gut blauen Himmel sehen. Vor ein paar Runden. Aber auch Kurve hat sich das einfach verändert, ne? Bei einem Spiel aus dem Jahr 2002 kann Codemasters das auch, aber... Eben, wie ich finde, nicht so gut, allen voran mit den Bedingungen auf der Strecke.
Vorsicht, böse Schikane. Kaum habe ich die hier als niemand geht Kackenschikane bezeichnet, schon schlägt sie zu und zerstört Nasen. Oh oh. Diese Tat wird Konsequenzen haben, diese Bezeichnung. Pablo Montoya, komm her, du. Hier greife ich nicht an. Ja, schön blöd, wenn ich es machen würde. Der letzte Platz, wo es noch keine Punkte gibt, oder der erste. Oh, vor der Dunlop-Kehre habe ich angesprochen, sehr schwierig zu überholen. Geil. Da sieht man wirklich selten Überholmanöver. Marconi, ich denke da halt an Marconi. Toll. Allee sie wieder vor uns. Wir sind in der zweiten Rennhälfte angekommen. Drei Autos knapp vor uns. Platz 6, 5 und 4. Platz 3 ist jetzt auch nicht so weit weg, aber ist gerade nicht Hauptaugenmerk. Da fehlt ein Artikel. Das. Mal wieder. Jetzt gibt es gleich ein Duell. Oder greift der Jordan zu früh an? Naja, es ist nur noch der Abstand. Der könnte angreifen, angreifen, angreifen. Jetzt fliegt gleich eine Nase, weil böse Schikane. Warum will ich da hin? Ich meine, ich habe gelenkt. Boah. Diese Lenksperre. Grrr. Jetzt die Kurve, blauer Himmel. Sieht freundlich aus. Hier wird's freundlicher. Oh, eine Überrundung. Stimmt. Die beiden Nasen. Könnte aber im Normalfall wirklich hier rumfahren. Heute aber nicht. Nasengefahr. Noch eine Überrundung. Jetzt greift der BAR an. Was macht er denn? Drängt mich nach außen, weil hätte ich dazu gemacht, hätten wir uns berührt und gedreht. Tolle Sache. Vielen Dank. Was greift er denn da an? Pappnase. Punkte können wir damit vergessen. Greift er da ernsthaft an? Der spinnt ja wohl.
Also ich habe halt nicht damit gerechnet. Klar, ist ja mein Fehler, wenn ich mich da rausdrehe und einfach, wenn ich neben der Diallinie bin, aber ich rechne halt nicht damit, dass den wir gerade überrundet haben, gleich zum Überholen ansetzt. Ja, dann Knall. Ich spüre man die Bäume sieht. Darstellungsdistanz zu gering. Sieht es auch freundlich aus. Aber nicht so freundlich wie in der letzten Gruppe. Vor einer Runde. Gerade eben habe ich da nicht so genau drauf geachtet. Interessant werden für uns. Mist, zu schnell. Muss lupfen. Na, außen will ich ja ungern sein, jetzt bin ich aber da. Okay, dann bleibt er erstmal vor. Minardi, was machst du da? Der kam wieder ganz schön nah. Ich hab den gehört, wie er lauter wurde. So, Stadtzieher greifen wir an. Und tschüss. Der Bär, er wollte uns ganz früh im Rennen schon mal hier ärgern und dann hat er uns geärgert. Weiß nicht, ob es der gleiche Schuft war. Wovon ist der nächste Minardi? Ich glaube auch dieser eine Bär, ja. Da ist wieder der Pablo Montoya. Jetzt wird er massiv aufgehalten von Minardi. Ja. Geh weg. Komm, schleich dich. Nee, der greift jetzt gleich wieder an. Ganz schön nah dran war er wieder. Bremsen sich einfach zu früh. Bremsen die da zu gut? Hier war das mit dem Nasenabfall, ne, am Ende. Komplette Endplatte weg. Auch in Benetton, oder? Schon wieder hier, aber jetzt noch viel einfacher als vorhin. Also Montoya hat echt Probleme. Keiner ist da so langsam wie Montoya. Sehr freundlich hier oben bei Michael Schumacher S. Hei, 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 ich muss gleich mal das Kiesbett benutzen, so freundlich ist das hier. Der BR schon wieder. Ja.
Und ist auch sehr freundlich. Gleich sind wir wieder auf der 7. Ist so bald dann doch nicht. Wie weit weg Montreuer schon wieder ist, der hat doch einfach keine gute Form heute im Nassen. Oh, heck. Oh, oh, wird's gerade zu nass hier unten? Zu trocken kann's nicht sein. Jetzt macht er dem Heidfeld keinen Platz, der BRR, und der verzögert da so stark. Der BRR geht mal direkt auf den Zeiger. Alonso in der Box Reifen wechseln? Eher nicht, oder? Der hält den sauber so sehr auf, dass ich zu schnell bin und ihm nicht reinkache, dann halt nach außen. Und damit ich ihm nicht reinkache, dann geht's nach außen. Was ist eigentlich mit Alonso los? Elektronikprobleme? Nein. Hä? Der wird die Reifen wechseln. Von Vögelgans? Keine Probleme? Okay. Bin gespannt. Trockenreifen. Und so einen wird's ja wohl nicht geben. Letzter BR vor uns. Der Sauber ist vorbei. Ich guck gleich mal nach Alonso. Das hat mich jetzt schon stark. Hier ist zu nass, hier ist zu nass. Unglaublich. Scheiße. Und halt so rum. Ist so nass. Und Alonso war der Einzige, der in der Box war. Da ist er. Der hat Slicks drauf. Fass es nicht. Ich rutsche hier mit den Regenreifen rum, weil es da hinten zu nass ist. Ne, Monsun hat er drauf. Oh, dann habe ich die wohl auch in Ungarn. Die Michelin-Monsun-Reifen sehen in der Bewegung aus wie Slicks. Ah, okay. Dann wird es wohl genauso gewesen sein. Hui! Wie der Wagen jetzt noch weiter rutscht, ganz langsam. Das ist einfach cool gemacht, diese Physik. Oh Mann. Kommen jetzt noch mehr zum Stop? Also nur hier hinten ist es zu nass. Mann, hier war es doch noch beim Schumacher S vor ein paar Ecken noch sehr freundlich. Sagen wir, bleiben draußen. Oh oh, Nase. Keiner kommt rein. Auch hier ist zu nass. Der Wagen kommt kaum vom Fleck. Die Traktionskontrolle arbeitet wie wild. Boah. Das erinnert jetzt gerade ein klitzeklein wenig an 2007 hier mit Cover 1. Auch wenn es davor viel zu nass ist. Aber auch hier merkt man, es ist zu nass. Der Wagen rutscht trotz Traktionskontrolle. Hier sieht es wieder verdammt freundlich aus. Rutscht das Wasser einfach über die Strecke von den Rängen? Oder warum ist es auf einmal zu nass? Es wird gar nicht so, als es noch viel stärker geregnet hat. Hm. Okay, aufgepasst. Dann war es hier vorhin vor einer Runde ein Zusammenspiel von zu nass und der BRR macht Scheiße, weil er selbst überrascht war. Dann nehme ich das zumindest zurück. Aber die anderen beiden Aktionen, Schuft und allen voran, das ist gleich wieder überholen, das bleibt natürlich stehen. Boah. Und so der Einzige jetzt auf Monsun. Jetzt
würde allen um die Ohren. Der ist doch hinter uns, oder? Nee. Hat aber auch Monsun drauf. Weil wir fahren auch Mischler und der hat ein anderes Profil. Sieht viel schlechter aus als unseres, aber das täuscht eine Bewegung. Wann hat er denn das? Cool. Oder ist er so uns angegangen? Auf jeden Fall kommt ihr jetzt besser zurecht, Aquaplaning. Nase! Okay. Scheiße. Der Menadi ist gerade wirklich überlegen, aber jetzt nochmal reinzukommen, das lohnt sich nicht. Ich komme nicht um die Kurve, Mist. Der Menadi sagt sich, oh, ab du lahme Sau. Jetzt kommt er noch ein McLaren an. Eine Rutschpartie. Also Alonso hat alles richtig gemacht. Die Zeit wird er auch wieder rausfahren können, aber er wird nicht groß davon profitieren. Ja, so wie wir gerade rumrutschen. Oh. Das kostet verdammt viel Zeit. Das Blöde ist, Alonso hat jetzt halt ein paar Überrundungen. Da vorne steht was. Oh, leider kein BRR. Schade. Gucken. Thomas Engel. Erstmal so gucken. Ja. Kommt mir bekannt vor. Jetzt wird es hier oben gleich wieder richtig eklig. Jetzt habe ich mal auf den Monitor oben geguckt. War das Alex Jong hinter uns? Konnte ich nicht genau feststellen, musste dann doch wieder auf die Strecke gucken. Wollte gucken, wo der sich gerade auf der Strecke befindet. Taucht gleich ein McLaren hinter einem Minardi hinter uns im Rückspiegel auf. Alonso nochmal in der Box. Hier ist gelb. Dann geht's ab. Nasenschaden, bitter für Alonso. Der sieht übel aus, Nase ab und beide rechts. War das nur der Huckel oder war das... Das war schon eher für die Nase, der liegt. Okay, es war der Huckel. Ach du Scheiße. Es liegt bestimmt daran, dass ich da zu der NGK-Schikane was gesagt habe. Was ist mit Frenzen passiert? Oh. Im Zweikampf. Ach, der Stupser mit dem Jaguar. Zum Glück an der Schlimmecke vorbei. Jetzt sieht er das gleich? Ne, sieht er nicht mehr. Aber hier, Schumacher sieht's. Sein ehemaliger Teamkollege. Hoi. Stück. So. Da ist noch Williams rechts. Na, 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 na. Erwischt. Aber nichts verloren. Eieiei. Ralf Schumacher aus dem Leben. Da gucke ich jetzt nicht nach. Bei ihm. Boah, wir leben noch. Jetzt gucke ich doch nach, was mit ihm war. Ach stimmt, das viele Zeug auf dem Display. Okay. Scheiße. Wir fahren da jetzt nochmal vorbei. Boah. Irgendwie, klar, es ist ein Fehler, aber irgendwie hat die Stelle was. Das ist eine Gefahrenstelle. Boah. Teamkollege hinter uns.
Wie sieht denn das aus? Ich will das sehen. Zu nass. Er fährt langsamer, aber sicherer. Aber er war langsamer an der Stelle. Aber er hat sich weniger Fehler geleistet als ich im Nassen bisher. Und er ist knapp hinter uns. Also hat er nichts verkehrt gemacht. Ich schon. Die Aktion mit dem BRR klammer ich aus, aber das war in den letzten Runden nicht der einzige. Boah. Und hat wieder Wagen rutscht. Vielleicht kommt die letzte Runde. Vorne sind ein paar Autos, aber ich denke mal nicht, dass wir noch einen Platz gewinnen. Nein, 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 nicht nach außen. Hallo, Heck! Schade für Alonso, dass er nochmal rein musste, aber Physico sehe ich gerade, der verliert auf uns. Wir rutschen dafür, denke ich, mehr rum. Geil. Schade, hat man nicht so gut gesehen. Eher bremsen, eher bremsen. Hier kommt eh gleich rum. Boah, wir müssen noch eine Runde. Das ist Schleichfahrt. Physico kommt wieder ran. Achtung, Achtung. Vorletztes Mal. NGK-Schikane. Der Williams von Ralf Schumacher steht da außen. Und bleibt auch stehen. Physico dreht sich, oder? Nee, oh, das klang wie ein Dreher. Nein, war keiner. Letzte Runde. Schon lange keiner mehr in der Strecke. Schon lange keine gelbe Flagge mehr gesehen. 10 Sekunden zu hacken. Ja, so langsam haben wir uns. So langsam haben wir uns alle eingestellt. Da vorne steht jemand, ich sag's. Ist das ein Ferrari? Ein Arrows? Arrows. Wieder noch Wasser aufkommt, bleibt da weg. Der hat Kies, einen Kies-Effekt hinter sich und eben diesen Spray-Effekt. Bernoldi. Tschüss. Die Drainage gefahren und schwupp, die Wuppe weg. Ausnahmsweise mal untersteuern. Jetzt übersteuert es wieder. Aber übersteuern habe ich lieber als untersteuern. Die meisten Fahrer, zumindest was ich so mitbekommen habe, haben Schikane. Haben es lieber, wenn das Auto übersteuert als untersteuert. Rosberg war so eine ziemliche Ausnahme. Der wollte lieber untersteuern haben, wenn es denn sein musste. Okay, was für ein wildes Rennen am Ende, weil die Strecke noch feucht wurde, also richtig feucht. Ja, Schumacher war nicht weit weg von uns.
Das volle Rennergebnis. Wir auf der 10. Fisichella hinter uns. Die Bremsen bei De La Rosa. Okay. Ja, da waren wir ziemlich gut dabei. Also unter den besten 7, aber halt weit weg. 1,8 Sekunden. Der Schotte konnte dem Deutschen noch folgen. Dann dicker Abstand und dann wieder dicker Abstand. Zwischen dem Deutschen und dem Italiener. Risiko 3-3, heftiger Abstand zu uns, aber am Ende nicht weiter, nicht großartig weit weg, weil langsamer gefahren, aber am Ende allen voran auch sicherer. 14 Zähler für Ferrari, ein Punkt für Sauber. Heidfeld. Montoya war echt irgendwie lahm. Naja, er ist vor uns ins Ziel gekommen, hatte also was besser gemacht. Und bis zum nächsten Mal, macht's gut. Tschüss.